Little Cities VR erscheint am kommenden Donnerstag für 19,99 € im Quest Store und in diesem Video bekommt ihr neben meinem ersten Eindruck auch die Möglichkeit, dieses Game zu gewinnen. Wie nehmt ihr am Gewinnspiel teil? Lasst ein Däumchen oben da, wenn euch dieses Video gefällt und schreibt mir am Ende des Videos in die Kommentare, wie euch Little Cities gefällt. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Quest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da habe ich euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials hinterlegt, die jeder Questnutzer kennen sollte. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Little Cities. So, und da sind wir im Ladebildschirm zu Little Cities VR. In der frühen Entwicklungsphase habe ich mir das ja schon mal angeschaut. Jetzt mal gucken, das ist jetzt die fertige Questauffassung. Was hat sich getan? Damals fand ich die Simulationstiefe ja nicht ganz so dölle. Da müssen wir uns mal überraschen lassen, was das Cities VR nächste Woche bringt. Der VR-Ableger von Cities Skylines steht ja auch in den Startlöchern und kommt nächste Woche. Der Entwickler hat mir auch zugesagt, dass ich da vorab mal einen Blick reinwerfen kann und euch da einfach vor dem Kauf auch beraten kann und euch mal einen Eindruck verschaffen kann. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Little Cities und ich bin gespannt, was sich seit meinem ersten Video getan hat. Komfortbereich brauchen wir nicht. Kameradrehung, Winkelhändigkeit links. Okay. Okay, das ist schon mal neu, dass wir hier in so einem Haus starten. Finde ich schon mal sehr schön. Du kannst die Höhe des Tisches mit dem Griff anpassen. Ach, guck mal, könnten wir tiefer machen. Was sollen wir denn hier machen? Ah, da drauf zeigen. Ach, so können wir uns da reinbeamen. Okay, guck mal, jetzt können wir uns in der Höhe hier verstellen. Etwas, was vorher auch nicht ging. Zeige mit deiner bevorzugten Hand auf den Boden. Halte die Greiftaste gedrückt. Okay, so können wir uns hin und her bewegen. Daumenstick können wir uns drehen. Wir können uns natürlich aber auch wie mit der Quest gewohnt so drehen, was mir immer lieber ist. Okay, so können wir uns dann an der Stelle festhalten, wenn wir irgendwie uns schnell drehen wollen, ja. Bewege den Daumenstick nach oben oder nach unten, um die Welt zu skalieren. Ich finde ja bei so welchen Simulationsgames, ehrlich gesagt, immer so diese Perspektive geil. Ne, so diese, wenn man mal ein bisschen näher rangehen kann, sich das angucken kann. Zoomen, greife den Boden und bewege die Daumensticks nach oben oder nach unten. Das ist jetzt hier Zoomen, okay. Oh, guck mal hier. Das ist dein Hafen, der Ausgangspunkt deiner Stadt. Bring die Baublase mit deinem Finger zum Platzen und beginne mit dem Bau. So, wir bringen die Baublase zum Platzen und jetzt können wir hier ja, Straßen lang bauen. Rückgängig. Ah, guck mal, hier haben wir jetzt rückgängig. Ah, dann könnten wir, wenn wir Mist gebaut haben, einfach, also im wahrsten Sinne des Wortes Mist gebaut haben. Ja, guck mal, das will ich da beispielsweise nicht. So. Dann können wir jetzt hier erstmal den ganzen Strand schön zupflastern, so wie man es von einem guten Urlaubsort kennt. Du kannst hier abwählen. Okay, bauen. Okay, Sekunde. So. Okay, so können wir es abwählen. Okay, an der Steuerung hat sich tatsächlich was getan. Und auch am, ja, an der Art, wie man spielt, an der Möglichkeit, wie man sich die Welt angucken kann. Braucht ein paar Häuser. Wähle die Wohngebiet-Option. Wohngebiet. Gebiete unterteilt, drücke den Trigger. Und da bauen wir jetzt ein paar Wohngebiete hin, hier hinten. Okay. Baufahrzeuge kommen aus dem nächstgelegenen Hafen, um dir beim Bau zu helfen. Na, guck mal an. Okay. Schön. Die helfen uns jetzt hier beim Bau. Das ist schon schöner, wenn man sich das so aus der Nähe anschauen kann. Dieses Ranzoomen ging beim letzten Mal nicht. Baue ein Windrad, um deine Stadt mit Strom zu versorgen. So, der Wind kommt von da hinten. Ich würde jetzt... Genau, das war beim letzten Mal auch schon so.
Die Straße verbindet alles mit Strom. Und das Windrad ist natürlich laut. Und ich würde es jetzt hier hinten gerne an die Küste bauen. Da muss ich aber erstmal die Straße bis hinbauen. So, wenn wir hier so einen kleinen, machen wir hier so einen kleinen Offshore-Park hin. So, guck mal, hier kriegen wir es doch super hin. So, dann sind die dann mit Strom versorgt. Baue einen Wasserturm. Machen hier einen Wasserturm, also die typischen SimCity-Problems. Ja, machen wir mal dahin. Deine Bürger müssen irgendwo einkaufen gehen. Geschäftsgebiet. Ja, aber auf derselben Straße nicht. Nein, nein. Also da müssen wir jetzt schon ein bisschen... Hier ist jetzt das Wohnviertel. Wir machen jetzt mal hier und da können wir jetzt hier vielleicht... Ja, hier können wir ein bisschen Gewerbegebiet hinmachen. So, da. Da sollen sie einkaufen gehen. Um Jobs zu schaffen, Industriegebiet. Und ja, das ist doch direkt am Hafen super aufgehoben. Ich glaube, dann können wir noch ein bisschen Wohngebiet dazu pflastern. Was haben wir getan? Smartwatch. Das ist deine Smartwatch, die zeigt dir die wichtigsten Informationen über deine Stadt an. Goal. Zeige mit dem Finger auf ein Feld, um mehr darüber zu erfahren. Bevölkerungsanzahl, Nachfrage im Moment. Am meisten nach Industriegebiet, jetzt wieder Wohngebiet. Siedlungsstufe 1, Zufriedenheit ist im Moment da. Geldmittel, wir machen 24 pro Woche. Strom und Wasser, also eine schöne Übersicht, ehrlich gesagt. Und was wir jetzt noch brauchen, ist Wohngebiet. Wenn man dieser Auswertung Vertrauen schenken darf, dann bauen wir das auch. So, sollen sie kriegen, was sie wollen. Deine Stadt nimmt langsam, baue mehr Straßen und Gebiete, um weiter zu expandieren. Deine Smartwatch zeigt an, wo Nachfrage besteht. Okay. So, guck mal, das sieht doch hier ganz gut aus. Dann ziehen wir nämlich bis hier das Wohngebiet. Dann können wir hier schön die Straße erweitern. Und ab hier ist dann Gewerbegebiet. Guck mal, jetzt haben wir eine Nachricht gekriegt. Siedlung Stufe 2, neue Freischaltung. Polizeirevier können wir jetzt bauen. Bekämpft Verbrechen. Okay. Gewerbegebiet brauchen wir jetzt auch gerade viel. Dann bauen wir das doch noch eben. Dab, 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 dab. Ja, ganz nett, ganz nett. Industriegebiet brauchen wir auch. Die Stinker kommen nach hier hinten. So. Könnten wir jetzt ja eigentlich auch mal eine Straße, einfach, dass alles ein bisschen besser erreichbar ist. Ja, er will jetzt das Polizeirevier bauen, aber der braucht jetzt, der muss jetzt mal eben eine Sekunde still sein. So, dann gucken wir uns jetzt mal das Polizeirevier an. Da, Dienste. Hier sehen wir, welchen Einzugsbereich das hat. Und das wäre jetzt, sagen wir mal, für den Teil der Insel hier erstmal eine super Position. Wenn wir nachher alles voll bauen, brauchen wir da hinten wahrscheinlich auch noch. Sekunde, so, so wäre hier, glaube ich, super, ja. So haben wir möglichst viel abgesichert, auch nach da hinten. Bau deine Stadt weiter aus, um Stufe 10 zu erreichen. Prüfe auf deiner Smartwatch, ob deine Bevölkerung zufrieden ist. Bevölkerung ist zufrieden, wir sollen jetzt Siedlung Stufe 10 erreichen. Das ist ja mal... Ja, machen wir. Hier haben wir noch Einstellungen. Ach, den Drehwinkel, Komfortbereich. Ich muss mal gucken, Komfortbereich ist... Ach, okay, da wird hier so eine Mauer um einen rum eingeblendet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Nö. Nö, nö. Speicherplätze an? Ach, guck mal, hier verschiedene Speicherplätze. Okay. Jetzt kann ich was jetzt da genau die 2% sagen. Okay. Gut. Was brauchen wir denn jetzt gerade noch? Wohngebiet brauchen wir ein bisschen. Schaukeln wir uns mal ein bisschen hoch hier. So. Ich glaube, weiter als hier hinten können wir auch gar nicht bauen. Das gehört uns irgendwie noch gar nicht. Kann das sein? Ne, guck mal, hier können wir noch nicht bauen. Wir haben jetzt hier quasi, ja, Stadtgebiet. Komplett an den Rand gebaut. Komm her. Bauen wir noch ein bisschen Wohngebiet. Dürfen jetzt aber nicht zu nah an die Chemie daran. Stadtwerke. Da
haben wir hier noch? Es wird so nach und nach freigeschaltet. Im Moment können wir noch gar nicht viel. Industrie brauchen wir gerade viel. So, dann führen wir hier die Straße noch mal rüber. Dann haben wir hier wieder viele kleine Zweierparzellen. Ballern wir erstmal voll, egal. Besser haben als brauchen. Und jetzt brauchen wir hier noch Gewerbe. Der Gewerbeboulevard. So. Nur hier die Autos, wie die da rumdüsen. Das ist schon cool, so runterzuschauen. Wir können jetzt auch genau rauszoomen. Das heißt, uns das Ganze so ein bisschen aus der Vogelperspektive anschauen. Ach, guck mal, hier ist ein Flugzeug. Da ist ein Flugzeug. Da. Wie weit kann man denn hier raus? Ach, guck mal, da Luftballons steigen auf. Die feiern, dass wir Siedlungsstufe 3. Jetzt können wir eine Feuerwache bauen. Sagen, wahrscheinlich ist sie auch relativ gut dort aufgehoben, wo wir das Polizeirevier hingesetzt haben. Ja, okay. Nachfrage nach Wohngebiet ist groß. Dienste, Feuerwehr. Gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Kommt hier hin. Nachfrage nach Wohngebiet ist groß. Große Wohngebiet, Nachfrage. So. Näher kann ich da nicht ran, Leute. Aber guck mal, wir können hier schöne. Ne, da kann ich nichts hinbauen. Das ist ja gemein. Dann sind wir hier mit unserem Wohngebiet schon am Ende, wa? Dann müssen wir weiterbauen, ist ja klar. Also was ich ja immer bei so Spielen ganz schön finde, ist, wenn man so ein paar geschwungene Straßen auch mal bauen kann. Hier ist das alles so rechtwinklig, so geradlinig. So wie eigentlich keine Stadt der Welt aussieht, baut man die hier. Was mir hier auch so ein bisschen aufgefallen ist beim ersten Durchspielen, so die Simulationstiefe, die ist jetzt natürlich, guck mal hier, wie sieht es mit dem Geld aus? Ja, wir verballern Geld ohne Ende, wir machen Plus ohne Ende und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht warum. So, da kommen die Baufahrzeuge. Oh. Also wird sicherlich mit der Zeit anspruchsvoller, wenn wir dann auch so Grundstücke kaufen können hier. Aber im Moment ist es halt so, könnte von der Simulationstiefe noch ein bisschen tiefer sein. Was können wir jetzt? Ein Mobilfunkmast, sehr schön. Dann bauen wir jetzt auch mal einen Mobilfunkmast, damit die Dullis auch telefonieren können. Ne? So, wo ist das? Stadtwerke. Mobilfunkmast. So, wo haben wir denn eine gute Abdeckung? Hier kriegen sie alle, ne? Gehen wir mal dahin. Ja gut, den stinkt das natürlich an, wenn er da die Antenne neben sich hat, ne? Soll er nicht heulen? Dafür haben jetzt alle, die ganze verfluchte Insel hat jetzt Internet. Wasser wird knapp. Seht ihr das da? Wasser. Müssen wir für sorgen. Noch ein Wasserturm. Stadtwerke. Schöne kleine Häuschen. So, und später gab es ja, sagen wir mal, bei den SimCity. Ja, SimCity ist, glaube ich, da schon zum Gattungsbegriff geworden, zu den SimCity Games. Noch so verschiedene Dichten an. Oh, guck mal, wir sind schon über 1000 Leute. Verschiedene Dichten an Wohngebieten. Hier haben wir nur Wohngebiet, Geschäftsgebiet, Industriegebiet. Aber sonst hatten wir auch, ich sag mal, leicht besiedeltes Wohngebiet, dicht besiedeltes Wohngebiet, mittelbesiedeltes Wohngebiet. Die Unterscheidung sehe ich jetzt hier im Moment noch nicht, was nicht heißt, dass sie nicht noch irgendwann kommt. Ne? Was brauchen wir denn im Moment? Industrie und Gewerbe. Okay. Ach, guck mal, so könnt ihr. Ach, guck mal, so könnt ihr auch größere Blöcke ziehen. Ah. Okay. Habt ihr gesehen? Gedrückt halten, rüberziehen, hast du eigentlich einen Viererblock. Oder jetzt hier eine riesen Chemiehalle. Das könnten wir jetzt natürlich auch mal beim Gewerbegebiet, da haben wir jetzt auch Nachfrage. Mach ich da auch mal. So, guck mal hier. Und dann machen wir jetzt hier mal die ganze Zeile. Und guck mal, dann können die sich nämlich aussuchen, wie groß. Nee, guck mal, da machen sie nur Zweierparzellen auf. Okay. Aber hier beim Industriegebiet, guck mal, haben die jetzt eine Riesenhalle gebaut.
Und dann können wir jetzt hier auch noch Industriegebiet, ist jetzt wieder Nachfrage fertig. Jetzt ist gerade Gewerbegebiet, haben wir aber gebaut. Dann können wir hier die Autos fahren sehen. Oh, was haben wir hier? Siedlung, jetzt sind wir ein Dorf. Neue Freischaltung, was ist das? Ein Klinikum, okay. Weil jedes Dorf braucht ein Klinikum, na klar. Okay, Dienste, Klinikum. Großer Einzugskreis. Ja, irgendwie so richtig gefällt es mir da nicht. Aber warte mal, so. Ich muss die Straße mal eben neu ziehen. So, hier hinten kann ich dann noch abschließen. Und dann müsste das Klinikum doch auch da reinpassen. Klinikum. So, genau. So wollte ich es gerne haben. Und ich sehe gerade, Strom geht zur Neige. Da müssen wir natürlich auch für sorgen. Stadtwerke, zweites Windrad in unseren Offshore-Park. So. Wie sieht es jetzt aus? Ach, warum haben wir es denn jetzt nicht gebaut? So. Strom wieder voll. Ach, guck mal hier. Oh, das ist ja süß. Sind die hier am Rumdüsen, die Ballons. Das ist echt süß gemacht. Auch hier, guck mal, die Insel mit dem Häuschen drauf. Ja, so sieht unsere Stadt jetzt aus. Und ich muss sagen, bei dem Spiel hat sich schon was getan. Nichtsdestotrotz erreicht jetzt hier nicht so eine Simulationstiefe. Also wenn ihr jetzt beispielsweise sowas wie City Skylines gespielt habt, das erreichte hier an Simulationstiefe und auch, ja, ehrlich gesagt, auch Grafik und Detailreichtum nicht. Wobei wir erstmal abwarten müssen, was liefert denn Cities VR eigentlich in der nächsten Woche. Wie gesagt, es ist limitiert, es ist ein ganz süßes Spiel, ja. Es ist schön, dass man da Vögel sieht, dass hier so Späßchen mit dabei sind. Aber nach wie vor, überleg doch mal, wie kurz dieses Video hier ist und was ich hier schon alles gebaut habe und wie viele Einwohner ich habe. Und wirklich, ja, wie gesagt, mich stört sowas, aber das ist halt... Guck mal, das ist keine, wir machen hier die Stromleitung nicht separat. Wir machen hier die Wasserleitung nicht separat. Da brennt's. Da brennt's. Ja, guck mal, da kommt die Feuerwehr. Ja, ein bisschen schneller vielleicht. Sondern das ist alles über die Straßen geregelt. Die Straßen gehen nur rechtwinklig. Das ist mir als Simulationsfan einfach ein Ticken zu wenig. Aber da bin ich auch offen gestanden relativ kritisch. Ich würde sagen, das ist hier eine super SimCity Variante für die jüngere Generation oder für die Generation, die einfach mal seicht ein bisschen was platzieren möchte. Nicht, dass Cities VR das nicht ist, aber Cities VR wird, denke ich, schon einen viel größeren Funktionsumfang haben. So, und jetzt habe ich euch versprochen, dass ihr die Möglichkeit habt, Little Cities zu gewinnen, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch Little Cities gefällt und gebt diesem Video ein Däumchen nach oben. Die Auslosung findet am Sonntag im Livestream statt. Da werde ich live ziehen, wer gewonnen hat. Der Livestream findet am Sonntag ab 18 Uhr statt, wie immer. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Quest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Playlist. Da habe ich euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials hinterlegt. Wollt ihr einen Ersteindruck zu allen Games auf der Quest, dann schaut doch mal in diese Playlist. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute!